Rahmen der Antigentests, die der Südtiroler Sanitätsbetrieb durchführt, ist unser Labor versucht, einen neuartigen Test zu implementieren, der sich an eine spezielle Zielgruppe richtet, nämlich Kindern ab 3 Jahren. Dieser Test ist sehr viel weniger invasiv und belastend für die Teilnehmer, da es sich um einen sogenannten Speicheltest handelt. Für die Probenentnahme ist es wichtig, dass sich das Sanitätspersonal mit der geeigneten vorgeschriebenen Schutzausrüstung bekleidet. Es ist wichtig, den Kindern mitzuteilen, dass sie 30 Minuten vorher nichts essen und trinken. Und wichtig auch, dass sie diesen Tampon, der sich dann im Inneren befindet, der dazu da ist, dass er sich mit Speichel vollsaugen sollte, dass sie den nicht zerkauen oder drauf herumkauen dürfen. Zur Probenentnahme, also ein Plastikröhrchen, in dem sich ein Baumwolltampon befindet. Der Baumwolltampon wird von den Sanitätsmitarbeitern in den Mund des Kindes gelegt. Dort verbleibt er dann 1 bis 2 Minuten, damit er sich ausreichend mit einer Speichelmenge vollsaugt. Dann wird er wieder entnommen und zurückgesteckt in das Probengefäß. Aufzupassen ist eben dabei, dass man die Handschuhe gleich wechselt, damit es nicht zu eventuellen Tröpfcheninfektionen kommt. Es muss sofort etikettiert werden, kühl gelagert und dann schnell wie möglich ins Labor gebracht werden.